Das Reichsaufgebot überwintert in Adrianopel und Umgebung. Im Frühjahr 1190 kommt es zu Gefechten zwischen den Kreuzfahrern und byzantinischen Truppen. Auf Drängen Saladins versucht Kaiser Isaak, den Weitermarsch zu verhindern. Worauf nun Kaiser Friedrich ankündigt, er wolle Konstantinopel erobern. Isaak erkennt die Gefahr und erneuert das Abkommen mit Friedrich. Dabei bricht er den Vertrag mit Saladin. Er hatte dem Sultan zugesichert, die Deutschen am Durchmarsch zu hindern. Isaak sagt nun auch zu, die Kreuzfahrer mit der byzantinischen Flotte nach Kleinasien transportieren zu lassen. Der Vertrag wird vom Patriarchen von Konstantinopel unterzeichnet und in der Hagia Sophia öffentlich verlesen. Über 500 byzantinische Bürger und Kleriker beschwören in der Hagia Sophia das Abkommen. Die einzelnen Regelungen reichen vom Wechselkurs für Münzen bis zur Stellung von Geiseln. Friedrich hat sich auf der ganzen Linie durchgesetzt. Schlechte Nachrichten für Saladin. Der Vertrag regelt eine Marschroute, die auf dem kürzesten Weg nach Kleinasien führt und Konstantinopel vermeidet. Bei schlechtem Wetter brauchen die Deutschen 2 Wochen, um die Dardanellen zu erreichen. Der Regen hat die Wege aufgeweicht. Die schweren Karren, auf denen Proviant, Waffen, Zelte und die Kasse mitgeführt werden, bleiben stecken. Das Notwendigste wird auf Lasttiere verladen. Nach mehr als 2000 Kilometern Reiseweg, rund 300 Tage nach ihrem Aufbruch, erblicken die Kreuzfahrer das Meer. Trotz des schlechten Wetters beginnt die byzantinische Flotte sofort mit dem Transport des Kreuzheeres. Die Kölner Chronik vermerkt: 8 Tage lang setzte der Herzog von Schwaben mit dem ganzen Heer über. Am 8. Tag überzeugte sich der Kaiser, dass man alle armen Pilger hinübergebracht hatte. Erst dann betrat er das Fahrzeug. Viele Pilger sind offenbar inzwischen verarmt. Friedrich nimmt sie mit, obwohl es seinen ursprünglichen Absichten widerspricht. Die Kölner Chronik: Als er endlich mit dem königlichen Schiff hinübergefahren war und zu den Seinen ans Land gestiegen war, sprach er voller Freude in Christo und zur Ermunterung des Heeres: Brüder, habt Mut und Zuversicht. Das ganze Land ist in euren Händen. Eigentlich gehörte ein erheblicher Teil Kleinasiens immer noch zu Byzanz. Ende März erfolgt der Aufbruch in das Innere Kleinasiens. Die römisch-byzantinischen Straßen sind in einem schlechten Zustand. Viele Brücken sind zerstört. Griechische Räuber, die sich leichtfertig mit den Kreuzfahrern anlegen, werden zu Dutzenden erschlagen. Unaufhaltsam ziehen die Deutschen weiter. Noch kann sich das Heer auf den byzantinischen Märkten versorgen. Aber das Land, das vor ihnen liegt, ist durch die türkisch-byzantinischen Kriege verwüstet. Jeder ist verpflichtet, Proviant für 7 Tage mitzuführen. Die Pilger, denen inzwischen das Geld ausgegangen ist, sehen kargen Zeiten entgegen. Ende April kommt das Heer in Laodikeia an, der letzten größeren Stadt auf byzantinischem Gebiet. Die Deutschen werden von den Griechen freundlich empfangen. Aber der Markt in Laodikeia ist wegen der Grenzkriege spärlich. Die Deutschen können sich nur unzureichend mit Proviant versorgen. Insgesamt hatte Byzanz den Marsch der Deutschen doch gefördert und damit das Abkommen mit Saladin gebrochen. Im Lager findet sich eine türkische Delegation des Sultans Kılıç Arslan ein, um dem Heer sicheres Geleit zu gewähren. Saladin muss nun ernsthaft mit dem Kreuzheer rechnen. Saladin war es nur nicht gelungen, die Franken vollständig zu vertreiben. In dieser Situation ist das anrückende Heer für Saladin eine große Bedrohung. Und ein arabischer Chronist notiert: Der deutsche König zog heran. Sein Volk, eine Art Franken, ist das stärkste und dem Mut nach das tapferste. Saladins Kanzlei versendet mehrere Aufrufe zum heiligen Kampf. Er hofft, Kılıç Arslan könnte die Deutschen noch aufhalten. Da Gesandte Kılıç Arslans sie nach Ikonion begleiten,
erwarten die Kreuzfahrer dagegen eine Weiterreise ohne Zwischenfälle. Die Hoffnung trügt. Das Heer marschiert durch wasserarme Gebiete, die nur von nomadisierenden Turkmenen besiedelt werden. Ihre Reitertrupps greifen die Deutschen an und beschießen sie mit Pfeilen. Der Kaiser glaubt, Kilic Arslan breche den Vertrag. Die Gesandten des türkischen Sultans versichern aber, die Turkmenen handelten auf eigene Faust. Verhindern können die Turkmenen den Vormarsch der Deutschen nicht. Anfang Mai erreicht das Heer den Heuransee. Unterwegs kommt es zu regelrechten Gefechten mit den Turkmenen. Die Deutschen siegen unentwegt. In einem Brief berichtet ein Kreuzfahrer: In dieser Gegend töteten wir wiederum eine Menge Türken. Aber viele Pferde waren tot oder verwundet und wegen der Kälte mangelte es an Futter. Da wir von den Gesandten des Sultans keinen Rat erhielten, bogen wir von der Heerstraße ab. Auf dem Weg zur anatolischen Hochebene muss das Heer ein hohes Gebirge überwinden. Die Kölner Chronik berichtet: Ein gefangener Türke führte sie treulos über ein 1000 Meter hohes Gebirge. Hier erlagen nicht nur viele Menschen, sondern auch starke Pferde der Last des Gepäcks und der Hitze. Der Autor des Kreuzzugbriefes: Das Drängen der Türken mit Pfeilen, Schleudern und Steinen war so stark, dass unsere Leute sich in großer Bedrängnis befanden. Dem Herzog von Schwaben wurde ein oberer Zahn völlig ausgeschlagen und von einem unteren Zahn die Hälfte. Auch viele unserer Ritter wurden verwundet, aber nur einer getötet. Viele Saumtiere gingen zusammen mit viel Geld, Kleidern und Gefäßen verloren oder wurden getötet. Mancher Ritter verliert auch sein Schlachtross und muss seine Pilgerschaft zu Fuß fortsetzen. Erschöpft und geschunden, aber siegreich, erreichen sie die Hochebene. Nach den Strapazen im Gebirge muss ihnen die Hochebene wie der Garten Eden vorgekommen sein. Hier gibt es reichlich Wasser und Weide, aber die Türken bieten nichts Essbares feil. Die Ansbert-Chronik schildert, wie sich die Ritter an Zivilisten rächen. Ohne Wissen des Kaisers wurden viele Türken mit ihren Frauen und Kindern niedergemetzelt. Vor Philomelion entlässt der Kaiser die türkische Gesandtschaft, um seine friedlichen Absichten zu unterstreichen. Die Friedensgeste nützt nichts. Am 7. Mai greifen die Türken an. Ohne eigene Verluste sollen die Deutschen 6000 Mann erschlagen haben. Als sie in Philomelion keine Lebensmittel finden, legen sie Feuer. Der nächste größere Markt befindet sich in mehr als 100 Kilometer Entfernung in Ikonion. Die wenigen Brunnen sind vergiftet. Während Hunger und Durst die Ritter schwächen, greift unablässig die leichte Kavallerie der Türken an. Am 11. Mai erfolgt ein Angriff größerer türkischer Verbände, geführt von Kutbeddin, dem Sohn des Sultans Kilic Aslans. Kutbeddin hat die Macht an sich gerissen und handelt gegen den Willen des alten Sultans. Und er handelt glücklos. Erneut tragen die Deutschen den Sieg davon. Doch der Weitermarsch wird den Kreuzfahrern zur Qual. Für ein Brot steigt der Preis auf mehr als eine Silbermark. Der Chronist Ansbert: Einige gingen aus Verzweiflung und vom Teufel verführt zum Feind über und vergaßen die christliche Religion. Einige Fußsoldaten, die von den Mühsalen, von Hunger und Krankheit erschöpft waren, warfen sich im Namen des Herrn auf den Boden, bildeten ein Kreuz und erwarteten den Märtyrertod. In der Nacht zum 14. Mai stärken sich die Deutschen mit heldischen Gesängen für die nächste Schlacht. Zu essen haben sie ohnehin nichts mehr. Hungrig, aber von einer bischöflichen Feldpredigt beflügelt, ziehen sie in die Schlacht. Ein Augenzeuge: Wir trafen auf den Sohn des Sultans und sein Heer. Wie Heuschrecken erfüllten sie die Erde. Gegen sie erhoben wir im Namen Christi die siegreichen Adler und spürten keinen Hunger mehr. Obgleich wir nur 600 zu Pferd waren, besiegten wir sie unter dem Zeichen des lebensspendenden Kreuzes und schlugen sie in die Flucht. Ein gewisser Ludwig hat später beschworen, der heilige Georg sei den Schlachtreihen hilfreich vorangeschritten.
Nur die Lebensmittelvorräte in Ikonion können die Kreuzfahrer noch retten. Daher befiehlt Friedrich den Angriff auf die Hauptstadt. Über die letzte Wegstrecke vor Ikonion klagt der Briefschreiber: Wir fanden keinerlei Wasser. Die Pferde, die noch übrig waren, gingen vor Hunger und wegen des weiten Weges ein. Erst vor Ikonion finden die Kreuzfahrer Wasser. Am nächsten Tag führt der Kaiser seine Truppen gegen das türkische Feldheer. Während die Schlacht vor der Stadt ausgetragen wird, stürmen Ritter unter der Führung des Herzogs von Schwaben durch ein Tor in die Stadt und töten jeden, den sie antreffen. Von dem Ikonion der seldschukischen Türken ist wenig erhalten. Dieser Stich zeigt ein Tor mit Engeln, das bald nach dem Durchzug der Deutschen entstanden ist. Die Kultur der Türken nähert sich gerade ihrer ersten Blüte. Aber den Kreuzfahrern steht momentan der Sinn nicht nach Höherem. Die islamischen Engel, wie die christlichen für gute Werke zuständig, stehen ihren Schutzbefohlenen nicht bei. Während die kaiserlichen Truppen das türkische Feldheer durchaus ritterlich besiegen, töten die Ritter in der Stadt auch Frauen und Kinder. Der Briefschreiber notiert: Durch Gottes Hilfe überrumpelte der Herzog von Schwaben die Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Ihre Einwohner wurden getötet. Als sich die teutonische Wut auch gegen armenische Christen wendet, ist der alte Sultan in der Zitadelle überzeugt. Er gibt auf und garantiert den Deutschen einen freien Markt. Ohne Markt wäre das Heer am Ende. Die niederen Ränge hungern seit 2 Wochen. Daher schont Friedrich den alten Sultan. Kilic Arslan öffnet den Markt, stellt Geiseln und garantiert eine sichere Weiterreise. Die Deutschen können ausreichend Lebensmittel, Futter, Pferde und Esel einkaufen. Nach einer Woche erfolgt der Aufbruch.